Matsyendrasana ist eine andere Bezeichnung für Matsyendrasana, Machindrasana und Machendrasana. Matsyendra ist der Herr der Fische. Matsya heißt Fisch, aber auch Matsa heißt Fisch und Matcha heißt Fisch und mit und noch was anderes heißt auch, ich glaube, Mitcha heißt auch Fisch. Und so gibt es viele verschiedene Namen für die gleichen Asanas. Jetzt also Matsyendrasana in zwei Variationen. Ausgangsposition ist der Lotus. Von hier fasse mit den Fingern um die großen Zehen und beuge dich nach vorne. Ellbogen oben und Kinn oder Stirn auf dem Boden. Atme tief ein und aus und fühle dich so wie ein Fisch im Wasser. Machindrasana 2 oder ist das gleich wie Matsyendrasana 2? Matsyendrasana 2 ist der volle Drehsitz. Du gibst einen Fuß auf einen Oberschenkel und dann den anderen Fuß um das Knie und du drehst dich zur Seite. Wenn du viel Informationen haben willst über den Drehsitz, welche die bekannteste Variation von Matsyendrasana ist, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de oder auf die Yoga-Vidya-App und suche dort nach Drehsitz.